Ich mag das einfach fällt, dass du Wuchtturbe genannt hast, ne? Jetzt klingt das so, als wärst du eine sexy Hummel. Das ist eine sexy Hummel. Ja, eine sexy Hummel. Dann, oh, auch noch Stalingrad. Ah, Eröffnungsrunde. Meine Hassmap. Das ist kein gutes Omen. Ich bin noch nicht mal im Krieg drin und hör schon das Ballern. Ich höre noch gerade. Okay, ich hör's auch. Ich merke gerade so ein bisschen, dass der Panzer im Schnee relativ nutzlos ist. Ist ein deutscher Panzer, ne? Ach, du spielst den M48, ja gut. Stalin-3. Wie kommt man bei Stalin-Panzer auf die Abkürzung IS-3? Ich weiß es nicht, ich meine, der richtige Name ist ja JS-3, ne? Josef Stalin, aber... Ja, IS? Das hätte ich auch noch verstanden. Warum IS? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Der Schwede? Das wäre... Ah, ficken. Die? Wo ist denn der Tier? Der campt dahinter so einer Ecke. Mit, ja, sehen. Auf den Rang 3 Duell mit dem Krieg, ne? Das ist. Ah, ne, es ist ein Stalin. Ein Stalin 6! Okay. Ich sag ja nichts. Ach, voll verfehlt, aber die gesamte Wand-Idee weggedonnert. Cool. Das ist mal raus. Ich werd's versterben, aber es tut mich nicht. Weil, ja. Ich weiß. Wo steht der? Da ist der Panther? Ach, da steht der, okay. Ich hab einen Treffer gelandet. Yoda. Das freut mich. Mich war ein Kratzer. Wo ist der Stalin 6 denn bitte angreifbar? Unbeschädigt. Der ist überall. Der ist ja von vorne nirgendwo angreifbar hier. Lol. Schießt er frontal auf mich. Unbeschädigt. Passiert einfach nichts, wo ich in ihm drin stand. Das ist schön. Yo. Was, du steckst in dem Ding drin? Ja, mehr oder weniger, ne? Ist das Inzest? Ich hab sein Geschütz mal kaputt gemacht! Sag mal her, wo bist du denn angreifbar? Wahrscheinlich? Ja, der Stalin 6 ist hinten angreifbar wie die Maus. Ah. Das ist gut. Und ich habe mich schön hinter ihm positioniert und er kann mir gefährlich werden. Ich sollte meinen Feind nie unterschätzen, kritischer Treffer. Sein Motor brennt. Okay, der hat mich ausgeschalten. Das wäre gut. Da hinten steht ein Königstiger. Kritischer Treffer, Fahrer, Ladeschütze und MG-Schütze. Oh Gott, aber das ist nicht schlecht. Ja, ich bin vom Stalin und vom Panzer 2 und von einem Centurion im Visier gewesen. Von 4 Panzern. Da habe ich keine Chance. Das ist ein bisschen viel. Ein bisschen. Ich habe mich letztens verarscht gefühlt, ne? Ich fahre am Churchill 7. War das der 7er? Ich glaube, das war der 7er. 7 oder 9er. Und neben mir so ein Sherman Firefly. Warte, ich guck mal kurz nach. Nee, ich bin in Churchill 3 gefahren. Neben mir ein Firefly. Der so, soll ich dich ziehen? Mach den Haken raus und so weiter. Ich denke mir so, oh, ich hab den auch. Ich hab nicht umsonst den Churchill genommen. Der hat mich auch angeschoben, irgendwann habe ich einfach neben ihn geschossen, dann ist er beleidigt weggefahren. Oh. Ach, ich bin Kommandant? Ja, ja, hey Kommandante. Ich freue mich schon, wenn wir wieder ins Panzermuseum können. Oh ja. Als Jahresmitgliedschaft. Mhm. Also, nee, als Premium-Panzerpate. Der Pate Premium. Der Pate. Ja, ich mag mein Patenkind. Ich bin total gerne bei ihm. Ich pflege den immer. Warum nennst du dein Patenkind mit dem? Ja, es ist halt der Patenkind. Nein, es ist das Patenkind. Okay, pass auf, wir fahren nach Munster. So weit weg? Ja, natürlich, der T-54 ist nicht so... kann nicht so schnell zu mir. Also, ich freue mich schon. Polierst du deinem Patenkind auch immer das Rohr? Ich hab gehört, wir fahren zwar und steigen bei 1C ein. Ja klar. Hörst du auf, mich anzuschieben? Nein! Okay, eigentlich ist es ganz gut. Du genießt die Idee, gib zu! Du darfst das! Ja! Du bist halt ein gutes Schutzschild!
Ich glaube, das ist nicht die sinnvollste Variante, deinen Turm zum Rücken, zur Front seines Feindes zu schieben. Ich weiß nicht, wie du drauf kommst. Hilfe! Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, wenn wir da mit den T4 und wenn wir dann gegen die Leoparden antreten müssen, ne? Ja. Genau, schieb mal an hier, ich mach. Yo! Ich gehe einfach noch weiter auseinander. Okay, cool. Warte, ich bin auf dem Weg, versuch einfach zu überleben. Ich weiß, ist ein bisschen schwer, aber versuch's einfach. Keine Sorge, Papa kommt. Gefragt? Das ist eine gute Frage. Ich sehe es nämlich nicht. Ich muss einen Windschuss absetzen mal, hier ein bisschen. Nee. Ah, T5 ist da oben. Ja, ich hab da gerade so ein IS-4. Mit der IS-4 schnell nach. Keine Ahnung, ich hab den nicht, ich forsch noch auf den. Bevor ich sterbe, habe ich ihn nicht getroffen, scheiße. Es wird ja ein bisschen ach komm! Nein! Ich hab da nichts zu suchen, ich bin Prize! Ich finde das süß! Der erste T-34. Oh, was heißt denn niedlich? Da hab ich ja auch schon Ewigkeit, ey! Ja! Ey! Zwei Kanonen! Ich glaube, ich habe die längere. Ich habe den längeren, Daniel, das weißt du. Was auch immer du damit das kompensieren willst. Ich mache mir erstmal einen schwarzen Tee. Naja, auf dem integrierten Wasserkocher, meinst du? Ja, bei Chinesen, nee, also jetzt nicht das Land selber, sondern hier die Nationen. Vorfanden das alles nur geklaut. Die haben keinen einzigen eigenen Panzer. Panzer 3? Wenden sie übrigens ein KW-1 und ein Panzer 4. Oh, sogar getroffen. Entschuldigung. Alles gut, der KW-1 versteckt sich hier gerade. Kann ihn nicht treffen. Alter, mit deinem Helm bist du zu merkwürdig aus. Das ist so unglaublich straight. Wie soll ich mir das vorstellen? Ja, Sicherheitsabstand auf dem Raucherhof einhalten, oder wie? Stehen ja alle wieder im Kreis, aber alle mit 1,5 Metern Sicherheitsabstand. Ah! Oh, scheiße. Was denn? Ich habe mich gerade in den Schmutz gefahren. Oh. Ich bin dann so einen Graben rüber und dann war ich weg und kann man auch nicht mehr raus. Whee, flupp. Ich hab wieder nichts bekommen. Ich hab auch nichts bekommen. Ich speichere die wiederholen. Mein Churchill McGeist hat jetzt Ersatzteile. Ui. Ui. Ich werde den Churchill McGeist nie wirklich spielen. Oh mein Gott, der kann sich reparieren, aber auf dem Müll damit. Ja, ich meine ganz ehrlich, wenn ich das hier bieten kann, warum soll ich mir dann das hier bieten? Tja. So, ich habe einen Churchill Mark III, der ist besser gepanzert. Der hat, warte, was hat der überhaupt für eine Panzerung? Das würde mich jetzt interessieren. Mehr Schutz. Ihhh. 89 mm am Turm. Ja, hauptsächlich. Das ist, ich glaube, das ist verboten. Das ist illegal. Das ist nicht legit. 63 mm an den Seiten, 76 an den Turmseiten. Ist das Canon oder Legends? Das bessere Canon. 30 auf der Kette. Also ich habe nur einmal 7 und das ist über den Ketten. Der Rest ist alles über 15. So, was hat ich glaube, das ist illegal. Der Firefly glänzt schon mit 6. Ja, der Firefly geht eigentlich. Der Firefly ist nicht so stark. Ne? Doch! Der hat an den. Irgendwas vorne an der Front hat er 101 mm. Das ist nur ganz wenig. Ich bin der Meinung, das ist illegal. Das ist illegal! So, sind wir durch!
Der Siebener. Oh, ist der Siebener Churchill ekelhaft. Turmpanzerung in der Front, 152 mm. Ja, fast so schön wie der Tiger. Anime, I pull her from my screen, just like in my dreams. I want to feel her touch.